Lade jetzt mal nicht runter oder sowas. So. Jetzt muss ich mich erstmal da zurechtfinden. Wo komme ich denn her? Wo war ich denn? Ich glaube, ich muss hier hin. Ja. Nein. Du bist nicht zünden müssen. Naja. Kein Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge.
dachte, das war Wasser. Naja. Ja. Nein. Mann. Nochmal. Bin ich nur so blöd? Kann doch nicht sein. Einfach hier rein. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? An alle, die diese Nachricht erhalten. Ich werde bald tot sein und damit auch alles wissen über diesen Ort. Eine Flucht war nie möglich. Wir stiegen für unsere lange Reise in den Zug und mussten feststellen, dass nur wenige Kilometer vom Berg entfernt die Schienen, die wir auf Kosten so vieler Toter verlegt hatten, verschwunden waren. Seit Monaten haben die Einheimischen die Schienen vorsichtig abgebaut und diesen Ort in Vorbereitung ihrer Angriffe isoliert. Wie ihre kostbaren Ruinen werde auch ich bald von Schnee begraben und vergessen.
sein. Wasserschild. Nee, komm. Hör auf. Oh. Da sind wohl ja auch keine mehr. Thank you.
dachte, ich kann das Ding benutzen. Oh, das ist der, den ich gemacht habe. Ja. Normal kann ich die auch, also so, die Lumpe noch klauen und deswegen. Komisch. Oh, na klasse. Dein Ernst? Ah. Nein. Den Kran kann, müsste ich da können. Wenn ich den Kübel fülle, könnte er stärker. Den Kübel? Schön. Stürzen kann, müsste ich damit die Tür aufbrechen. Den Kran umstürzen kann, müsste ich wenn ich den Kübel fülle, könnte er schwer genug sein, um den Kran zu Fall zu bringen. Kübel. Understanding.
gerade jetzt auch. Nein! Ich bin so. Muss der unsterbliche Prophet sein. Zeigt den Exodus seines Volkes von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Kitesh. Zum Schutze stellte der Prophet eine Armee von Tieren auf. Sie halten da nicht. Quelle. Anderes, aber was? Und Liga schmieden. Auf der Welt steht seine und seine Geheimnisse. Eine Karte der Welt. Vielleicht den Weg zur göttlichen Quelle. Den Schuppen auf. Oh, jetzt oder was? Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Die Kunstfertigkeit ist trotz der Schäden atemberaubend.
Bleib sofort still! Ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wir wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde nie... Hör doch, ich bin nicht euer Feind! Ich hab dich gewarnt! Du hättest abhauen sollen! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot! Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Vergiss, wie es ist. Vorsichtig. Stelle wäre ich... Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Vorbereiten. Sie? Es ist eine Freundin. Auf mein Wort. Nichts geschehen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast... Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer. Muss alarmieren. Unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder. Es gibt viel zu tun. Wenn wir mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Geh zum alten Gebiet und bring den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine... Ich tue, was ich kann. Ihr zwei. Ihr müsst für mich das Tal überwachen. Aber jemand hat Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, wenn ich... Blasen wir die Hörner. Geht mit Gott. Oh, hallo. Wir müssen jeden Preis vom Akropolis. Wir schicken ihn nach unten in die Katakomben. Wir müssen den Feind hier auf dieser Seite des Tals beschäftigen. Und seine Leute sind zählt. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Und dieser Atlas auf dem Weg. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Versage waren alle diese Tode. Das will ich nicht auf dem.
Holz für das Feuer. Das meiste Holz. Die Pfeilspitzen für die wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Es gibt mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Sollten wir uns konzentrieren? Hierher. Ein Wir müssen. Sie haben alles zurückgelassen, als wir sie Aber wir noch kleine Schätze finden. Was habe ich getan? Wir hätten damit recht. Der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trügt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Wir können jeden Augenblick hier sein. Ich tue was. Ich habe keine Zeit zum Reden. Wir können ihn. Oh nein. Das ist das letzte Benzin. Keine Sorge.
solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Ja. Hallo, wir könnten Hilfe brauchen. Das ist er. Wo könnte... Hallo. Sie sind keiner von den Eindringlingen. Was bringt... Was kann ich tun? Nicht viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen beschädigt. Ich brauche weiter Nachschub. Türme reparieren. Sind für den Eindringling gegenüber im Vorteil und können die Oberfläche erreichen. Helfen. Bla 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 bla. Ich versuch's. Danke. Bring sie an. Den Nachschub, den wir brauchen. Das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Jacob hat schon lange keine Fremden mehr hergebracht. Die Dinger, die durch das Tal brummen, haben viele Vögel verschluckt. Aber unten am... Was? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Sie können die F***e in dem Korb da lassen. Wir kümmern uns darum. Nach Osten. Die Reise beschwerlich.
Helikopter. Wir sollten Nein. dass sie aus der Luft kommen. Ich grüße Sie. Wie haben Sie hierher gefunden? Hierher. Ein Krieg kommt. Wir müssen uns. Die Sonne ist zurückgekommen, als wir sie vertrieben haben. Das meiste ist nur Müll. Aber man kann immer noch kleine Schätze finden. Wir kennen dieses Land besser, als Sie es je werden. Da gibt es einen Sinn, dass ich diese voll. Ich habe versprochen, zu schützen. Habe ich getan. Ich versuche den nie von den Sowjets herum. Das ganze Ding ein. Frischt. Die Augen. Hier sein. Bevor wir fertig sind, gehen wir die aus. Kinder. Lesen lernen sei un. Hier ist eure heutige Lektion. Bringt mir ein Tier mit Federn. Die Vögel in unserem Tal.
Kein Problem. Kämpfen seit Jahren gegen Feinde. Legt man bei den Vorbereitungen hart. Mal sehen. Sie werden wahrscheinlich aus der Jacob im Dorf Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die zum Kämpfen sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind nett. Wie können wir erwarten, zu schlagen? Im offenen nicht und hart treffen und Rüste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus Hunden, bis sie nicht mehr können. Nur dann sind die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte wie sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Ja! Danke! Gut. Trinitys Anwesenheit. Ist weit über das Tal verstreut. Wenn sie das Signalfeuer entzünden, wissen sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden sie wissen, was zu tun ist. Thank you.
Ja, das war dann wahrscheinlich doch zu kalt. Wo bin ich? Ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist bei Signal. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, Sie wissen, was zu tun ist. Oh, hallo. Haben Sie Tauschwaren dabei? Irgendwas Brauchbares? Irgendwas schwirrt durchs Tal. Müssen Sie doch gesehen haben. Es gibt da draußen eine weiße Wölfin. Ich habe sie nie selbst gesehen. Aber es heißt, dass sie nur nachts jagt. Münze mit Einschnitt. Das Werkzeug diente. Wurden Nägel. Oh, mir leid. Jacob hat uns angewiesen, ihn vorbeizulassen. Wenn Sie das Signalfeuer suchen, es ist auf dem Turm. Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ich will etwas bitten. Bei was? Jacob hat gesagt, dass Sie die geborene Entdeckerin sind. Es gibt noch mehr alte Stätten, Gräber, den ganzen Tag. Das ist kein Arm. Diese sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plunder. Auch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber könnte ich ihre Hilfe. Die Späher sagen, waren schon in einem der alten Gräber. Teilen Sie das, was Sie erfahren haben, mit uns? Natürlich. Sie gehören zum Volk. Wir haben nicht viel, nur diese alten Münzen. Wenn Sie Gold haben, gebe ich es für jedes Geheimnis. Angegriffen in Syrien. Aber ich kann den Text nicht entziffern.
Voilà. Lara, Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Werden Sie wissen, was... Oh, hallo. So, ich möchte dieses Feuer noch schaffen und dann für Fuck. Ach mal. Ach, weh. Zum Lösen und Wiederhaken, genau. Mann. Last but not least. Das kann nicht sein. Scheiße. Das ist jetzt der allerletzte Versuch und sollte es jetzt wieder scheitern, beende ich das. Denn auch ich muss morgen zur Arbeit, ich habe einen Urlaub, meine Ferien. Krieg halt Schülerbär. Und deswegen nein! Fuck. So, ich nehme jetzt schon die Kopfhörer raus. Das Headset ist jetzt schon weg. Nee, das ist jetzt das allerletzte Mal, dass ich das versuche. Ansonsten dann morgen. Ich muss dann schlafen. Nicht ewig machen. Ich muss um 5 wieder aufstehen und bevor ich eingeschlafen bin, vergeht auch noch mal ein bisschen Zeit.
Das war's.